Was summt denn da? Biene oder Wespe? Beides sind Insekten, die im Sommer im Garten herumfliegen. Bienen sind schwarz-gelb oder schwarz-braun und rundlich. Wespen sind schwarz-gelb und etwas schlanker und länglich. Die Bienen überwintern im Bienenstock. Dann ernähren sie sich von ihrem Honigvorrat und halten sich selbst warm. Bei den Wespen sterben fast alle Tiere im Herbst, wenn es kälter wird. Nur die Königinnen bleiben am Leben und erwachen im Frühjahr aus der Winterstarre. Dann bauen sie ein Nest und gründen ein neues Wespenvolk. Die wichtigste Aufgabe der Bienen ist die Bestäubung der Pflanzen. Das meiste Obst und Gemüse im Garten kann nur wachsen, wenn es während der Blütezeit von Bienen bestäubt wird. Auch die Wespen bestäuben Blüten. Manchmal können sie aber ziemlich nervig sein. Trotzdem sind die Wespen wichtige Helfer im Garten. Bienen ernähren sich von Saft aus den Blüten. Aus diesem Nektar wird dann der süße Honig, den Imkerin Kirstin Mansmann erntet, damit wir ein leckeres Honigbrötchen bekommen. Also ein Bienenvolk so über den Sommer sammelt ungefähr 300 Kilo Honig. Den meisten Honig verbrauchen die selber, sozusagen als Flugbenzin in Anführungsstrichen. Und der Imker erntet so im Schnitt zwischen 20 und 50 Kilo. Von daher belässt der Imker eigentlich einen Großteil des Honigs natürlich für die Bienen. Den brauchen sie auch jetzt auch im Sommer. Stechen können Bienen auch. Da hilft auch die Schutzkleidung nicht immer. Ich werde auch von den Bienen gestochen. Das Tolle am Imkern ist, dass man gegen Bienengift immun wird. Und das tut jetzt weh, wenn die mich in den Finger sticht, weil meistens imker ich ohne Handschuhe. Das kann vorkommen, dass ich meine Biene quetsche und dann sticht sie zu. Also es ist nicht so, dass die Bienen rausgeflogen kommen und mich anfallen, sondern in der Regel quetscht man aus Versehen eine Biene und dann verteidigt die sich. Professor Schönitzer weiß alles über Wespen und in der zoologischen Sammlung hat er viele Exemplare, die garantiert nicht mehr stechen und nicht mehr nerven können. Die Wespen, die sind ja bloß nervig, wenn sie bei uns da am Küchentisch sitzen und an uns unsere Brotzeit wegnaschen. Aber die sind ganz wertvoll zur Bestäubung. Zum Beispiel im Frühjahr, wenn die eben an die Blüten hinfliegen und dann den Pollen von den einen zum anderen transportieren, da bestäuben die und sind deshalb die Schuld daran, dass wir eben Äpfel, Birnen und so weiter haben. Ja? Ein Bienenvolk besteht aus der Königin, Arbeiterinnen und dem männlichen Drohnen. Die Königin legt zigtausend Eier, die Arbeiterinnen erledigen den Rest. Sie bauen Waben, sammeln Nektar und verarbeiten ihn zu Honig. Jede Biene erledigt ihre Arbeit und das braucht sie gar nicht lernen. Die können das einfach. Also die haben ja so sozusagen, je nachdem wie alt sie sind, übernehmen sie Aufgaben. Auch Wespen leben in Völkern zusammen. Es gibt die Königin, Bauarbeiterin, Wächterin und Arbeiterin. Die fangen Insekten, um ihre Kinder zu füttern, also ihre Larven. Und diese Insekten, die sie dann fangen, wenn jetzt das Muckerln sind, die uns sonst stechen würden, dann findet man das natürlich total lustig. Im August ist das Wespenvolk vollzählig und dann werden sie oft zur Qual. Aber eigentlich stechen sie nur im Notfall. Wenn man eine Wespe erschlägt, alarmiert das die anderen. Die Wespe, die man da schlagt, die gibt Alarmpheromon ab. Das heißt, der ihre Freundinnen, der ihre Schwestern, die wissen, ui, da ist gefährlich. Und dann fahren sie natürlich gleich vorsichtshalber den Stachel aus und sind dann aggressiv. Also normalerweise sind solche Wespen ziemlich friedliche Tiere. Aber wenn natürlich schon Alarmpheromon in der Luft ist, wenn natürlich welche schon verscheucht werden und Angst haben und so, dann können sie auch aggressiv werden. Also nicht wild um sich schlagen, wenn eine Wespe angeflogen kommt. Getränke sollten im Freien immer verschlossen oder abgedeckt sein und am besten nur mit Strohhalm trinken. Nicht barfuß über den Rasen laufen. Dort können Bienen nach Blüten suchen oder Wespen auf Insektenjagd gehen. Wenn sie gestört werden, kann es schmerzhaft werden. Wenn du trotzdem einmal gestochen wirst,
Nur wer allergisch reagiert, also Schwindel oder Atemnot bekommt, muss zum Arzt. Sonst reicht viel Eis zum Kühlen. Hat dir das Video gefallen? Mehr davon gibt's auf unserem YouTube-Kanal und auf klicksmix.de findest du noch viele weitere Videos, Audios und Spiele. Schau doch mal rein!